Im Jahr 2021 haben wir 55% unseres Energiebedarfs aus Erdgas aus russischen Quellen gedeckt. Aktuell ist der Bedarf gesunken und wir brauchen nur noch knapp 40% aus Russland. Allerdings muss man dazu sagen, russische Energieträger sind fossile Energieträger. Das bedeutet, eine dekarbonisierte, also kohlenstofffreie Gesellschaft, klimaneutrale Gesellschaft hätte diese Abhängigkeiten nicht. Zusätzlich ist wichtig zu verstehen, Energie und Strom sind nicht das Gleiche. Wir können nur 20% unseres Gesamtenergiebedarfs direkt durch Strom decken, also Computer und derartig Vergleichbares. Der Großteil der anderen Energie ist vor allem Wärme. Wie braucht man gerade zum Beispiel in Großbäckereien, um eben Sachen zu backen oder Sachen zu erhitzen, um sie haltbar zu machen? Wenn wir also uns anschauen, wir haben 20% Strom, dann zusätzlich noch Fernwärme und erneuerbare Wärme, dann decken wir damit nur ein Drittel unseres Gesamtenergiebedarfs. Der Rest stammt aus fossilen Quellen. Im Jahr 2020 sagt das Umweltbundesamt, dass wir knapp 2300 Terawattstunden an Energie verbraucht haben. 1500 dieser Terawattstunden sind im Endeffekt fossile Energien. Zu kleinen Teilen Kohle, zum großen Teil Öl und Gas. Die Unabhängigkeit von Ölimporten aus Russland kriegen wir relativ gut hin. Erdgas allerdings können wir entweder flüssig oder gasförmig geliefert bekommen. In flüssiger Form kann man sich vorstellen, wie zum Beispiel Feuerzeuggas. Stark komprimiert, runtergekühlt ist es flüssig und daraus lässt es sich wieder expandieren und als Gas ins Netz einspeisen. Dafür brauchen wir aber besondere Flüssiggasterminals oder LNG-Terminals. Die haben wir in Deutschland aktuell noch nicht. Ein Neubau braucht mehrere Jahre, 2 bis 3 Jahre. Wir produzieren auch selber Erdgas in Deutschland, den Großteil davon in Niedersachsen. Und diese Produktion deckt aber nur 5% von unserem Gesamtbedarf. Bisher wurde in Niedersachsen sogar auch schon mehrere Fracking-Vorhaben um die 300 durchgeführt. Fracking funktioniert derart, dass eine Fracking-Lösung in die Erde gepumpt wird. Dort sprengt dieses Gestein auf, in dem Gas gespeichert ist, und dieses Gas wird dann freigesetzt. Dieses Fracking wird nicht quasi kontinuierlich durchgeführt, sondern immer nur phasenweise, quasi die Lösung eingespritzt, das Stein gesprengt und dann über längere Zeit Gas abgeführt. Das Land Niedersachsen hat seit 10 Jahren keinen neuen Antrag mehr auf Fracking gestellt, weil die Rentabilität nicht gegeben ist. In Zukunft könnte es wieder möglich sein, allerdings ist neue Vorkommen zu erschließen auch zeitaufwendig und nicht in der Zeitskala, in der wir es bräuchten. Man kann diese Abhängigkeiten generell durch Wasserstoff ersetzen. Allerdings wird der aktuell günstigste Wasserstoff, der graue Wasserstoff, aus Erdgas hergestellt, sodass das Problem quasi gerade wieder von vorne anfängt. Wenn wir Wasserstoff hätten, den wir selber produzieren können, können wir aus CO2 und Wasserstoff zusammen verschiedenste Chemikalien, im Prinzip alles Kohlenstoffhaltige, herstellen. Zum Beispiel Methanol, das dann als Plattformchemikalie weiterverwendet werden kann für Lösungsmittel, Kunststoffe oder auch Kraftstoffe. Thema Kraftstoffe, diese lassen sich auch direkt aus CO2 und Wasserstoff herstellen. Beispielsweise Benzin und Diesel lassen sich synthetisch herstellen als sogenannte synthetische Kraftstoffe oder E-Fuels. Diesel und Benzin gelten dann als Fischer-Tropsch-Kraftstoffe. Beispielsweise Diesel findet synthetischer Diesel schon mal Verwendung im Premium-Diesel an der Tankstelle, wird also aktuell schon produziert, nur in geringen Mengen. Deswegen ist dieser auch so teuer. Wir in Freiburg forschen an alternativen synthetischen Kraftstoffen. Das bedeutet Kraftstoffe, die nicht nur klimaneutral hergestellt werden können, sondern zusätzlich auch noch weitere Probleme lösen, indem sie zum Beispiel rußfrei und stickoxidfrei verbrennen können. Ein Dieselersatzkraftstoff, an dem wir forschen, sind die Oxymethylenether oder kurz OMEs. Allerdings bleibt das Problem des Wasserstoffs bestehen. Solange dieser nicht grün produziert werden kann aus erneuerbaren Energien, bleibt diese Abhängigkeit immer noch bestehen. Die Stahlindustrie auf der anderen Seite setzt auch auf Wasserstoff, und zwar in riesigen Mengen. In Zukunft können damit bis zu 95% der CO2-Emissionen eingespart werden. Allerdings ist diese Gesamtproduktionsmenge enorm riesig und wir brauchen dafür sehr, sehr viel Strom. Es zeigt sich also, wenn wir in Zukunft unabhängig werden wollen von fossilen Energieträgern, in dem Zusammenhang auch russischen Energieträgern, müssen wir klimaneutraler werden und auf klimaneutrale Technologien und grünen Wasserstoff setzen. Die Innovationen und Technologien stehen in den Startlöchern. Bisher haben sie sich nur nicht gelohnt, dass man sie umsetzt, weil Gas und Öl konkurrenzlos günstig waren. Also die Wirtschaftlichkeit von Alternativen, dass diese flächendeckend umgesetzt werden, war nicht gegeben. Deswegen ist die Industrie extrem abhängig von Gasimporten.
in unserem Fall besonders von Russland. Das heißt, bei einem Gasembargo hätten wir akute große Probleme. Die Industrie kann deswegen hauptsächlich darauf setzen, Planungssicherheit zu schaffen und gut durchzukalkulieren, wo sind Einsparmaßnahmen möglich, wo können Alternativen geschaffen werden, in welchem Zeitrahmen sind diese Alternativen möglich, um daraus Szenarien zu entwickeln, die einen Gasausstieg aus russischen Energieträgern erleichtern. Auf der Seite der Privathaushalte bleibt nur, in bessere Dämmung zu investieren, weniger zu heizen, was im Sommer jetzt zum Glück uns entgegenkommt, und auf der anderen Seite zum Beispiel auch beim Verkehr langsamer zu fahren. Als Beispiel ein Mittelklassewagen, der 6,5 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, wenn er 100 Stundenkilometer schnell fährt, kann mit einem Tankvolumen von 50 Litern die Strecke Freiburg-Basel ungefähr 11 Mal fahren. Das bedeutet für Pendler die ganze Woche hin und zurück und am Wochenende nach dem Einkauf tanken. Dasselbe Auto, das dann 160 Stundenkilometer schnell fährt, ungeachtet der Geschwindigkeitsbegrenzung und gleichzeitig vielleicht auch noch häufig beschleunigen und abbremsen muss, verbraucht 10 Liter auf derselben Strecke. Was bedeutet, dass wir am Ende auf dem Heimweg am Donnerstag tanken müssen, die Woche drauf auf dem Weg zur Arbeit mittwochs. Und insgesamt übers Jahr aufgerechnet ergeben sich so Mehrkosten von über 2.000 Euro, wenn wir einen Benzinpreis von 2 Euro pro Liter ansetzen. Es zeigt sich also zusammenfassend, wir sind sehr stark abhängig von den russischen Energieträgern. Öl kriegen wir kurzfristig geregelt. Bei Gas sehen die Abhängigkeiten anders aus. Hier haben wir erstmal eine Dürrestrecke vor uns, besonders wenn ein Gasembargo von russischer Seite kommt. Vermutlich kann einiges über europäische Gasnetze kompensiert werden, allerdings ist die Menge schwer abzuschätzen.